Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich habe gerade sehr, sehr lange warten müssen, um mit diesem Video überhaupt anzufangen, weil wir ein riesiges Gewitter hier hatten. Komm in Teso rein und schon gewittert es hier auch. Das finde ich nicht besonders nett, aber gut. Da sieht man mal wieder, wie realistisch Teso sein kann. In der letzten Folge hat man uns nach Stormhafen geschickt. Und zwar bin ich jetzt gerade am gucken, das ist irgendwo vor mir. Findet den Hauptwachmann. Das ist gar nicht hier hinten, wo ich mich extra hingestellt habe. Oder? Ach so, das ist die Richtung, wo ich gucke und nicht, wo der Chahin guckt. Naja, gut. Okay. Ah, ich wollte gerade sagen, ich konnte nämlich gerade, ich probiere es nochmal, doch das funktioniert aber. Ich konnte nämlich gerade meine Taste nicht richtig drücken. Ich habe hier schon Panik. Genau, komm nochmal ein Stückchen näher, damit ich hier nicht so umspringen muss. Okay, dann suchen wir mal den Hauptwachmann. Hier ist niemand. Da hinten durch, ne? Ja, ich weiß, dass ihr ein fröhliches, freundliches Empfangskomitee. Hallöchen, was ist denn mit dir los? Achso, der ist. Achso, ich kann gar nicht mit dem reden. Hallo, kann der mal aufhören, mich hier die ganze Zeit anzuschießen? So. Ihr wagt es euch mit den überirdischen Träumern anzulegen? Kostet die Flammen des Vergessens. Nee, mach ich nicht. Hallöchen. Ach, das sind Skelette. Tod Boah, was ist unterstellt. jetzt los? Willst du mich hier veräppeln? Kommt da jetzt noch Warum jemand? sterbt ihr nicht endlich? Sterbt in Verminas Namen. Los geht's. Sterb du doch einfach mal, damit ich mit dem Hauptmann reden kann. Was soll denn der Blödsinn hier? So, kann ich jetzt mit dir reden? Ah, okay. So, obwohl die Feuerschalen gelöscht wurden, scheint sich Hauptmann Jerick immer noch im Schlaf zu winden. Einmal den Hauptmann wachrütteln. Der Hauptmann Jerick beginnt sich zu regen. Ja, das tut er schon die ganze Zeit. Aber er ist aufgestanden. Hallöchen. Kann ich noch mit dir reden? Nö. Er will einfach nur, dass ich ihm folge, aber mit mir reden möchte er nicht. Okay. Hallo? Und tschüss. Na gut. Ist aber nicht gerade die freundliche Art und Weise hier. So, wir müssen hier weiter runterreiten. Ach so, in Koeklin. Ah, gut, dann weiß ich, wo das ist. Jetzt müssen wir noch den Hauptmann finden. Wo ist der denn? Hier. Du bist nicht der Hauptmann, Dame Damien. Wer ihr auch seid, ihr müsst mir helfen. Ich weiß, wonach das aussieht, aber ich kann euch versichern, dass ich kein Verbrechen begangen habe. Ja, du siehst doch aus wie ein Ritter, das denke ich dann auch nicht. Warum steht ihr dann am Pranger? Der örtliche Konstabler hat anscheinend nicht alle Pfeile im Köcher. Die Stadt wurde von Sklavenjägern angegriffen und er hat mich beschuldigt, ich wäre daran beteiligt gewesen. Um Maras Willen, ich bin eine Ritterin der Flamme. Man hat mich hierher geschickt, um das Dorf zu sichern. Hat er irgendwelche Beweise gegen euch? Ich bin eben nur unmittelbar vor dem Angriff hier angekommen. Das ist alles so absurd. Die Nerven im Kastell sind bis zum Zerreißen gespannt, also wurde ich hergeschickt, um dabei zu helfen, das Dorf zu schützen. Ein Bote hätte vor mir eintreffen sollen, aber Konstabler Pascal sagt, er hätte nie eine entsprechende Nachricht erhalten. Lasst mich mit dem Konstabler sprechen. Ich bin froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Der Konstabler hält sich an den Docks auf. Wenn er es nicht einsehen will, dann versucht den Boten von Kastell Alcaire zu finden. Er kann alles erklären. Wenn ihr meine Freilassung erreicht, stehen die Ritter der Flamme in eurer Schuld. Ist es möglich, dass man euch eine Falle gestellt hat? Ich kann mir nicht vorstellen, wer so etwas tun sollte. Doch wenn es tatsächlich der Fall ist, muss jemand die Ritter der Flamme im Kastell Alcaire benachrichtigen. Wer genau sind die Ritter der Flamme? Die Ritter der Flamme haben geschworen, Sturmhafen vor jedem zu verteidigen, der den Bretonen Schaden zufügen möchte. Doch unsere Hauptaufgabe ist es, die königliche Familie zu beschützen. König Emmerich natürlich, aber auch seinen Bruder Herzog Nathaniel im Kastell Alcaire im Norden. Ihr sagtet, die Lage im Kastell wäre angespannt? In der Tat. Alle möglichen Gerüchte.
Spione bei Hof. Ein Anschlag auf das Leben der Herzogin. Eine Armee von Rotwardonen, die Befehl hat, das Kastell zu stürmen. Sir Hugh, das Oberhaupt der Ritter der Flamme, hat mich hergeschickt, um sicherzustellen, dass das Dorf sicher ist. Okay. Der Typ ist da unten. Aber was ist jetzt mit dem einen? Also irgendwie, ich guck mal eben kurz nach. Ein gefährlicher Traum? Das sind jetzt zwei verschiedene, oder wie? Na gut. Also wir lassen erstmal das jetzt drin, was ich jetzt drin habe. Ein bisschen komisch jetzt, aber okay. Willkommen in Köglin, Reisende. Aber ihr müsst mich entschuldigen. Keine Zeit für Plaudereien. Die Stadt wurde von Sklavenjägern angegriffen und, um alles noch schlimmer zu machen, sie hatten Hilfe von Leuten, die eigentlich auf unserer Seite hätten stehen sollen. Ihr redet von der Ritterin im Pranger? Genau. Alle sind ganz aufgeregt, weil sie behauptet, eine Ritterin der Flamme zu sein. Ich muss sie für diese brillante Verkleidung loben, aber ich bin nicht von gestern. Ihr seid doch nicht etwa auf ihre lächerliche Geschichte reingefallen, oder? Sie meinte, dass ein Bote sie hätte ankündigen sollen. Noch so eine bequeme Lüge. Es war ein Bote vom Kastell hier, aber mit mir hat er nicht gesprochen. Er war drüben beim Lager, als die Sklavenjäger angriffen. Seine feine Kleidung hat ihn als lohnenswertes Opfer ausgewiesen. Sie haben ihn gefangen genommen. Wohin haben Sie den Boten gebracht? Nun, ich hatte die Stadtwache schnell organisiert und die Sklavenjäger auf ganzer Linie zum Rückzug gezwungen. Diese Feiglinge. Sie haben sich dann aber im Lagerhaus verbarrikadiert. Wir werden sie einfach aushungern. Falls euer Bote nicht tot ist, haben sie ihn dort drin. Ich werde nach ihm suchen. Nur zu. Erwartet aber bloß keine Hilfe von der Wache. Die Sklavenjäger sind wie Ratten. Sie huschen gern in irgendwelche Löcher davon. Aber wenn man sie in die Ecke drängt, kämpfen sie mit allen fiesen Tricks. Erzählt mir mehr über den Angriff der Sklavenjäger. Die Dunmeer sind von Süden herangeschlichen und haben in der Finsternis angegriffen. Sie haben die Wachen getötet. Aber zum Glück gaben diese noch Alarm. Wir haben schnell reagiert. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Also waren wir schon in Alarmbereitschaft. Wir haben ein paar gute Leute verloren. Aber die Dunmeer hatten höhere Verluste. Aber sie sind mit einigen Gefangenen entkommen? Gut möglich, aber wir konnten die meisten der Feiglinge in die Ecke drängen und sie niedermachen. Das letzte Dutzend oder so hat sich im Lagerhaus verbarrikadiert. Der derzeitige Plan besteht darin, sie auszuhungern. Falls euer Bote noch am Leben ist, dann haben sie ihn da drin. Na gut, das heißt für uns erstmal am Lagerhaus nachschauen. Warum auch immer das jetzt hier direkt ist. Moment, da müssen wir hier einmal... Wie kommen wir denn da jetzt rum? Da. Wenn mir doch nur jemand helfen würde. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Versucht nur da rauszukommen. Okay. So, ah, da geht's hoch. Okay, verstehe. Und ihr seid hier alles am Plündern, oder was? So, wie komme ich denn da jetzt hier draußen? Ah, ich hier. Würde eure Leichen nicht mal... Füttern. Was? So, die sind uns ja freundlich gesinnt, ne? Wir können hier alles mitnehmen. Aber der Typ ist nicht da. Man findet den Boten. Jetzt ist er unter mir? Nein, hier drüben war es bisher ruhig, noch nichts zu sehen. Bleib trotzdem auf der Hut. Die sind verzweifelt da drin. Okay. Ich soll aber auf jeden Fall hier reingehen. Die sind verzweifelt da drin. Aber hier drin ist keiner mehr, der verzweifelt sein könnte. Außer halt der Typ, den sie mitgenommen haben. Wird auch Zeit. Ich nehme an, der Herzog hat euch geschickt. Ich bin sein persönlicher Bote, wisst ihr? Nun, worauf wartet ihr noch? Bindet mich los. Sagt ihr mir erst einmal, warum ihr hierher gekommen seid. Ich hatte eine Nachricht für den Konstabler. Nicht, dass euch das irgendwas anging. Sir Hughes von den Rittern der Flamme hat mich mit klaren Befehlen losgeschickt.
Die Nachricht ist nur für die Ohren des Konstablers. Wenn ihr lieber hier bleiben wollt? Nein, bitte. Ich werde es euch sagen. Es ist ja auch kein wirklich wichtiges Geheimnis oder so. Sir Hughes nimmt sich selbst nur ein bisschen zu ernst. Die Nachricht war bloß, dass Dame Dabienne von den Rittern der Flamme kommt, um dabei zu helfen, das Dorf zu sichern. Habt ihr das dem Konstablar gesagt? Nein, ich hatte nie die Möglichkeit. Ich musste doch erst mit meinem Freund reden. Nun ja, das hätte ich wohl besser bleiben lassen, schätze ich. Jedenfalls haben dann die Sklavenjäger angegriffen. Werdet ihr mich nun losbinden? Ich werde sofort mit dem Konstabler reden. Sicher doch. Aber dann schnurstracks zum Konstabler mit euch. Lauf, lauf, mein Häschen. Kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Hallo? Jetzt noch? Ich will hier nur die Sachen looten. Das sind nicht eure Sachen. Die braucht ihr nicht zu beschützen. So. Mal an meinen Hund verfüttern. Was? Wer soll einen Hund verfüttern? Schweine. Warum versteckt ihr euch? Was? Vielleicht, weil ihr so bescheuert miteinander redet oder so? Bei Mauloch. Was nun? So, Konstabler. Dieser junge Mann kann froh sein, am Leben zu sein. Obwohl ich nicht sicher bin, ob er das auch so sieht. Er hat mir von der Botschaft aus dem Kastell erzählt. Das Ganze erscheint mir nur ein wenig zu passend zu sein, nicht wahr? Ich kann Dame Dabienne nicht freilassen. Noch nicht. Obwohl es einen Beweis für ihre Unschuld gibt? Meine Aufgabe ist es, für die Sicherheit des Dorfes zu sorgen. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie Teil der Bedrohung ist. Zu viele Zufälle. Sobald wir das Dorf gesichert haben, können wir uns diese Sache noch einmal genauer ansehen. Jetzt muss ich mich aber erst einmal um das Schiff kümmern. Was ist euer Problem mit dem Schiff? Die Sklavenjäger sind an Bord. Der Kapitän behauptet, er würde nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Doch ich kenne die Wahrheit. Er hat mich gebeten, die Stadtwache zu schicken, um ihm zu helfen, die Sklavenjäger unter Deck zu beseitigen. Es ist ganz offensichtlich eine Falle und wir werden nicht in sie hineintappen. Was ist, wenn er die Wahrheit sagt? Das tut er nicht. Und selbst wenn er es täte, wäre das nicht mein Problem. Ich bin allein dem Dorf verpflichtet und nicht seinem Schiff. Fazit? Er muss mit dem Schiff abdrehen und zurück aufs Meer hinaussegeln. Wenn nicht, versenken wir es an Ort und Stelle. Das sollte sein Sklavenjägerproblem lösen. Ich werde mit dem Käpt'n reden. Tut das mal. Sobald wir sicher sein können, dass dem Dorf keine unmittelbare Gefahr droht, können wir eure Freundin aus dem Pranger befreien. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier wieder zurück und auf das Schiff. Nee, auf das Schiff nicht rauf. Doch eigentlich müssen wir auf das Schiff rauf, aber auf die andere Seite, ne? Kommt man da rüber? Nee, das ist zu. Beziehungsweise offen, nicht zu. Ach, da hinten. Ja, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Habt ihr keine Angst? Nö, wovor soll ich Angst haben? Ah, Moment, hier ist aber noch irgendwo ein Buch. Da ist ein Buch. Komme ich da so? Ich hab's doch gewusst. Ich wollte gerade noch sagen, komme ich da so ran? Und auf einmal flups lag ich im Wasser. Na gut. Übernehmt euch. Captain Kurott oder so. In all meinen Jahren auf See habe ich noch nie solch eine schlechte Behandlung in einem verbündeten Hafen erfahren. Meine Männer liegen hier blutend an Deck und uns wird die Hilfe verweigert. Dieser Mann, den sie Konstabler nennen, ist der Sohn einer Hündin. Oder hat er etwa seine Meinung geändert? Konstabler Pascal hat gesagt, dass ihr mit den Sklavenjägern zusammenarbeitet. Ich würde eher Sand fressen, als Geschäfte mit diesen Dunmeerschweinen zu machen. Ich habe ihm das schon alles erklärt. Letzte Nacht war es dunkel. Als ich merkte, dass es kein Leuchtfeuer gab, um den Strand zu markieren, bin ich vor Anker gegangen. Die Sklavenjäger kamen in Langbooten. Sie haben uns auf dem falschen Fuß erwischt. Aber habt ihr es geschafft, sie abzuwehren? Es war ein gewagter Kampf. Die Sklavenjäger waren uns 10-1 überlegen, aber wir waren auf so einen Fall vorbereitet. Wir haben sie unter Deck gelockt und die Luke verriegelt. Viele meiner Männer verloren allerdings ihr Leben.
Wir hier auf Deck sind der traurige Rest und wir brauchen Hilfe. Könnt ihr uns helfen? Habt ihr etwas, um eure Behauptungen zu beweisen? Ja, natürlich. Ich würde liebend gerne mein Hauptbuch vorzeigen, aber leider ist es unter Deck. Deshalb habe ich ja auch den Konstabler um Hilfe dabei gebeten, diese dummen Hunde auszuschalten. Doch er weigert sich. Ich fürchte, da stehen wir wohl vor einem klassischen Patt. Lasst mich dorthin untergehen. Ich werde das Hauptbuch holen. Ihr seid tapfer. Vielleicht sogar etwas tollkühn, aber ich mag euch. Obwohl ich um eure Sicherheit dort unten fürchte, werde ich mich euch nicht in den Weg stellen. Wenn ihr das Hauptbuch holt, werde ich für immer in eurer Schuld stehen. Okay, dann holen wir es mal, ne? So, Hauptbuch ist auf der Seite. Wir lassen einfach mal die Begleitartikel weg. Hauptbuch ist auf der Seite. So, scheinbar ist hier auch mal irgendjemand durchgelaufen. Auf jeden Fall gibt es hier keine Gegner mehr. Das hätte ich nicht sagen sollen, oder? Jetzt werden sie gleich wieder alle ausstehen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, hier alles auseinanderzunehmen. Sehr schön. Ich muss wieder zu dem Typen rüberrennen. Okay. Zu dem Constabler. Da gibt es auch noch ein Spiel, was ich gerne spielen würde. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Das hat auch was mit dem Constabler zu tun. Der Kapitän weigert sich zu gehen? Dann werden wir es eben auf hartem Wege regeln. Ich rufe den Rest der Wache zusammen. Er arbeitet nicht für die Sklavenjäger. Dieses Hauptbuch beweist es. Ihr habt das Hauptbuch? Der Kapitän meinte, es wäre unter Deck verloren gegangen. Ich werde mir das ganz genau ansehen müssen. Aber ehrlich gesagt bin ich ausgesprochen skeptisch, dass dieses Buch meine sämtlichen Zweifel restlos ausräumen wird. Ihr könnt wenigstens die Ritterin freilassen. Nein, es tut mir leid. Wir können dieses Risiko nicht eingehen. Ich habe von all dem geträumt, wisst ihr? Die Sklavenjäger, das Schiff, die Ritterin, sie arbeiten alle zusammen. Selbst die Schmiedin, und die kenne ich schon seit Jahren. Die Schmiedin ist auch daran beteiligt? Ja, Sabissa, die Schmiedin auch. Und es schert mich nicht, wie das klingt. Die Verteidigung des Dorfes hat für mich die oberste Dringlichkeit. Und dafür brauchen wir Waffen. Sabissa weigert sich, uns mit welchen zu versorgen. Also bleibt mir keine andere Wahl, als sie festnehmen zu lassen. Und jetzt wollt ihr, dass ich mit ihr spreche? Eigentlich wäre es mir doch lieber, wenn ihr das nicht tun würdet. Anfangs wusste ich eure Objektivität noch wirklich zu schätzen. Aber ich muss zugeben, dass ich eure Absichten zu hinterfragen beginne. Ich würde es vorziehen, wenn ihr das Dorf einfach verlasst. Merkt ihr denn nicht, wie paranoid das klingt? Ihr wisst gar nicht, wovon ihr da sprecht. Paranoid. Wenn ihr gesehen hättet, was ich gesehen habe. Ich habe das alles schon geträumt. Bis ins letzte Detail. Glaubt ihr, das ist nur Zufall? Nie im Leben. Ja, dann rennen wir mal seinen Träumen hinterher. Und sprechen mal mit der Schmiedin. Da hinten im Haus scheint sie zu wohnen. Ah ne, Schmiedewahn. Das ist die Arbeit. Hallöchen, sind Sie an einem Komplott im Traum des Konstablers beteiligt? Wenn Konstabler Pascal euch hierher geschickt hat, um die Schmiede zu öffnen, dann könnt ihr gleich wieder zur Tür hinausgehen. Dieser Mann hat kein Recht, mir Befehle zu geben. Und ich werde keine Waffen für seine Hexenjagd freigeben. Ich komme mit einer Warnung. Er hat vor, euch festzunehmen. Mich festnehmen? Dieser irrsinnige Bastard. Wenn ich nur daran denke, dass ich diesem Kerl auch noch Frühstück gemacht habe. Was zum Vergessen ist denn in ihn gefahren? Erst lässt er eine Ritterin der Flamme festnehmen und jetzt mich? Ihr beide standet euch einmal nah? Wir waren jahrelang miteinander befreundet, bis wir dann eines Nachts... Nun, ich denke, ihr braucht keine Einzelheiten. Ein, zwei Monate dachte ich, dass wir zusammen wären. Dann hat er einfach Schluss gemacht. Er wollte mich nicht mal in sein Haus lassen, um darüber zu sprechen. Er tat so, als ob ich ihn verraten hätte. Er hat irgendetwas über seine Träume erwähnt. Hat er? Er hatte Schwierigkeiten mit dem Schlafen. Wisst ihr, ich habe einen Anhänger dieses sonderbaren Kults gesehen, wie er sein Haus verlassen hat. Die überirdischen Träumer.
Ihr glaubt doch nicht, dass es da irgendeine Verbindung gibt. Wer sind die überirdischen Träumer? Ich weiß nicht wirklich viel über sie. Ich glaube, sie haben sich irgendeinem dädrischen Fürsten verschrieben. Sie sind verrückte Leute. Jemand hat eine Gruppe von ihnen in den Hügeln im Norden gesehen. Und dann gab es da noch einen, der den Konstabler besucht hat. Das ist eigentlich alles, was ich weiß. Ich sollte das Haus des Konstablers untersuchen. Gute Idee. Vielleicht gibt es dort einen Hinweis darauf, warum Pascal sich so merkwürdig benimmt. Er ist einfach nicht er selbst. Ich werde mit einigen der anderen Einwohner sprechen. Ich wette, manchen von ihnen ist sein Verhalten auch aufgefallen. Lasst uns den Konstabler stürzen. So, Moment, rechts rum. Da ist sein Haus. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht, sonst wird er noch mehr paranoid werden. Auf dem Char kann ich das nicht einfach drücken. Da muss ich das noch machen. Na, komm schon, bevor hier die Wache vorbeiläuft. So. Brauche ich das? Es tut mir leid, Bastian. Es tut mir leid, ich weiß, du magst das so gar nicht. Guck aber trotzdem mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Runter können wir nicht, also gehen wir nach oben. Aha, was bist du denn für eine Erscheinung hier? Ein Dedra. Vielleicht hätte ich vorher mal fragen sollen, weshalb er eigentlich da ist. Naja. Das nehmen wir alles mit. Schau mal weg, Basti. Das ist besser für dich. So, ich muss ja auch meinen Lug und Trug noch mal ein bisschen leveln, ne? Ich meine, wenn wir jetzt schon mal die Gelegenheit haben, dann nehmen wir das mit. So, jetzt untersuchen wir aber erstmal das Bett. Wow. Okay. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Dass ein Bett so rot in Flammen aufgeht? Ja. Was haben wir denn hier noch? Das nehmen wir auch mal direkt mit. Hä? Wieso ist die wieder zu? Achso, weil da noch die Dinger drin waren. Okay, dann gehen wir mal raus. Wir haben nichts geklaut. Wir sind nirgendwo drin gewesen. Schmieden. Bin ich da jetzt richtig? Doch, ne? Der hat mir nur einen anderen Eingang angezeigt. Okay. Wie es scheint, haben fast alle im Dorf gedacht, dass sich Pascal seltsam verhält. Einschließlich der Wachen. Habt ihr eine Erklärung für sein Verhalten gefunden? Dort gab es einen Dremora und dieses dädrische Symbol auf seinem Bett. Oh, mein armer kleiner Pascal. Was für ein Durcheinander du nur angerichtet hast. Eines ist mal sicher. Wir müssen diesen üblen Verdächtigungen, die er allerorten erhebt, ein Ende setzen. Und damit Dabienne aus dem Pranger befreien. In der Tat. Wie ich schon sagte, selbst die Stadtwache wusste, dass etwas nicht stimmt. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich bereithalten. Ich schätze, Pascal wird wohl in die Schranken gewiesen werden müssen. Nun ja, am besten bringt man unangenehme Dinge einfach so schnell wie möglich hinter sich. Dann mal los. Ja, das, da hat sie gar nicht so Unrecht. Sie kommt direkt mit, sehr schön. Sie haben keinen Beweis. Jemand hat mir erzählt, dass die Bibliothek der Dämmerung eine Falle für schlaue Leute ist. Ich schätze mal, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Nee, du auf jeden Fall nicht. Wenn ich wieder frei bin, dann wird abgelöst. Oh, mein schmerzender Nacken. Ich war schon jahrelang nicht mehr so verspannt. Aber die Freiheit fühlt sich wirklich gut an. Diese Situation war viel gefährlicher, als ich dachte. Ihr habt weit über eure Pflicht hinausgehandelt, Freundin. Ich kann meine Dankbarkeit gar nicht richtig zum Ausdruck bringen. Ich bin froh, dass wir das alles gerade rücken konnten. Nicht so froh, wie ich es bin. Glaubt mir. Es scheint, als müsste ich ab jetzt für die Sicherheit hier im Dorf sorgen. Und angesichts dieser Sklavenjäger da draußen werde ich einiges zu tun haben. Vorher werde ich mich aber nach umschauen, ob mir irgendjemand hier eine Massage geben kann. Und wir haben robuste Hände bekommen von Wut des Sturmritters. Die Dorfbewohner mögen es nicht bemerkt haben, aber ihr habt diese Stadt vor dem Zerfall bewahrt. Ich habe schon einmal erwähnt, dass ich aus dem Kastell Alcair komme. Dort ist die Situation kritisch und ich denke, dass ihr das ändern könntet. Wo liegt das Problem im Kastell, Alcair?
Ich könnte euch eine ganze Liste geben, aber meine Besorgnis ist eher allgemeiner Natur. Es gibt Gerüchte über Attentäter und Spione im Kastell. Als ich aufbrach, hörte ich etwas über eine Armee der Rotwardonen, die in diese Richtung marschierte. Warum sollten die Rotwardonen angreifen? Gute Frage. Wir sind alle Teil des Dolchsturzbündnisses, oder nicht? Vielleicht war es nur eine Falschmeldung. Das ist jetzt einerlei. Ihr solltet trotzdem gehen. Sprecht mit dem Boten Cordier, sobald ihr dort seid. Ich habe ihn gebeten, eure Ankunft bei Herzog Nathaniel anzukündigen. Ich werde nach ihm im Kastell suchen. Ja, allerdings bleibt immer noch die Sache unerhört. Mit einem gefährlichen Traum übrig. Wartet, ich Kastell dachte, die Ritterin wäre gefährlich. Klar. Aber jetzt, ich bin ganz verwirrt. Sprecht mit dem Hauptmann, genau, sprecht mit dem Hauptmann. Der wäre dann da hinten, okay. Dann würde ich nämlich sagen, ein gefährlicher Traum. Bringt ihn zum Lagerhaus, übergebt ihn den Sklavenjägern. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob der tatsächlich noch eine neue Quest hat oder uns eigentlich nur hier in diese Quest einführen sollte. Ich werde aber auf jeden Fall in der nächsten Folge vorsichtshalber erst mit ihm sprechen. Vielleicht ist es auch tatsächlich nur ein Satz, so nach dem Motto, hier geht irgendwas Seltsames vor sich oder so. Das ist schlimm. Dann werden wir natürlich... Das ist richtig schlimm. Könnt ihr mal die Klappe halten? Was geschieht mit uns? Dann werden wir natürlich zur nächsten Folge übergehen. Jetzt muss ich leider erstmal einen kleinen Cut machen. Und ja, wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.